Herrscher Meister, studierst du Medizin? Bist du ein Superstar? Oder kommst du aus Berlin? Bist du dominant, trinkst du oder doch eher devot? Bist du Pianistin oder Hubschrauberin? Oder immer tief gebräunt? Bist du ein Gummi? Bist du Kindest oder Freund? Es ist egal, was du bist, Hauptsache es ist nach dem Gewinn. Es ist egal, was du bist, Hauptsache es ist nach dem Gewinn. Wir sind das Racing Team! Und vielen Dank schon mal für die Vorschusslorbeeren. Ich hoffe, wir verdienen sie uns heute Abend. Cynthia, willst du? Habt ihr Lust auf Party? Trifft sich gut, weil Samstagabend, wir haben gerade eh nichts Besseres vor. Wir spielen heute Abend nämlich. Und also tanzen, durchdrehen, von mir aus auch Pogo, ist völlig in Ordnung. Wir spielen die Musik dazu und ja, soll ich hier lange reden? Ja, Nessie, fang nochmal an hier. Wir hatten nur ein bisschen Spaß, eine kleine Party hier bei mir zu Hause. Natürlich gab es auch Musik. Und meine Freunde sehen entzückend aus. Doch alles in allem war es wirklich ziemlich zahm. Sogar die Einrichtung blieb weitestgehend ganz. Und das trotz vorgetäuschtem Feueralarm, trotz Lebensfreude und trotz Pogo-Tanz. Du bist 1-1-0 und die Polizei. Das ist mir zu laut und ich schätze, du fühlst dich gut an meinem Fenster. So was hat's früher nicht gegeben, wie oft hab ich diesen Spruch schon gehört. Willst du den Krieg denn überleben? Auf dem Friedhof hätte ich niemand gestört. Jetzt sitzt du den ganzen Tag zu Hause und gespannt. Wartest du darauf, dass irgendwas passiert? Wenn ich mal huste, klopft es gleich an die Wand. Bist du damals auch auf Socken in Polen einmarschiert? Du bist 1-1-0. Stellst die Polizei. Sagst dich übertreten, stell dich die Gesetze. So siehst du aus, du alte Hetze. Ja.
Dankeschön! Was für eine Freude, endlich wieder in Bremen. Oh. Das ist Arschkriechen für Rockstars, ja, kümmert euch nicht drum. Könnt ihr mal die Hände hochnehmen, bitte? Könnt ihr vielleicht auch mal rhythmisch klatschen, bitte? Ja, nicht irgendwie. Rachel, zeig's mir. Zwar schlechter aussehen, aber besser klingen als die anderen. Ich meine umgekehrt, aber nicht. Und jetzt wird getanzt. Mehr so depressiv getanzt, also so mit hängenden Schultern, hängenden Mundwinkeln. So wie ich, genau, danke. Sie. Ständig auf dem Schulhof in der Ecke.
wir traurig waren, gingen wir zu dir nach Hause und dann hätten wir die Smith. Party dazu, oder? Grölen machen wir dann in einer Stunde, jetzt wird erstmal gesungen. Ja, da drüben wird vielleicht jetzt schon gegrölt. Ich sah dich vorübergehen. Vielen Dank, ist sehr nett gemeint, aber erstmal die Tonart ist A. Also nicht, ich sah dich vorübergehen, sondern ich sah dich vorübergehen. Und, ich erkläre noch, okay? Seid nicht sofort auf. Und zweitens, wir wollen das machen wie auf der Platte, dass es leiser wird. Ich mache jetzt hier mal voll den Dirigenten. Also so ist volle Lautstärke, so fangt ihr an und dann so ist gar nichts. 3, 4, ich sah dich. Schon nicht schlecht. Aber jetzt singen wir noch hier vorne mit, die Leute, die hinten seid, alle verunsichert. Hallo! Könnt ihr den Text noch nicht? Der Text geht so, ich sah dich und so weiter. 3, 4, ich sah dich. Aha. Scheint mir auf den Bauch, so geht's doch auf. Ich sah dich zaubern gehen, 30 Jahre warst du deiner Firma treu. Jetzt haben sie dir gekündigt, bist du knapp bei dieser Zeit. So viel zum Thema Dankbarkeit. Du hast das gleiche Herz im Bauch und jetzt gehst du im Saal. Thank you.
vorstellen, die Vorlauter Annette! Komm doch! Hey, nein, wir machen... Ach, du musst mitsingen, ne? Mit, von wegen Farin. Läuft nicht, okay? Ich zähle bis drei und ihr ruft alle Racing Team, okay? Eins! Müssen die Jungs auch so schwul singen, wie du gerade? Sei mal ruhig. Schwule Mädchen, ich weiß. Okay, okay. Okay, ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei, und... Racing Team! Na bitte. Gut. Na gut. Kleine Hobby-Diktatorin. Habt ihr Lust auf Ska? Mir doch egal, wir spielen ihn trotzdem. Dass wir nicht mehr zusammen sind. Es ist wahr, Liebe macht blöd. Doch das macht mir überhaupt nichts, denn ich bin dann sonst ganz blöd. Hey, ich sag dir, das ist wahr. Einsamkeit, mein bester Ort. Und ich freu mich auf den Tag, an dem die Sonne wieder scheint. Denn die Sonne wieder scheint. Oh, 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 oh. Plötzlich einsam, kalt und leer. Es ist kaum 2 Jahre her. Und ich muss sagen, ich vermiss dich wirklich überhaupt nicht mehr. Ich hab immer nicht schon gepackt. Seit einer Woche bin ich vorbei. Und ich freu mich auf den Tag, an dem die Sonne wieder scheint. Schrank versteck ich mich und darin warte ich auf.
steht, pack ich mir auf den Bauch und dann nur meine Ferse ganz so schnell erst mal für den Zug und auf der Welt zu stehen. Lass dir in deinen Hund und steck dir eine Hände in den Mund. Du stehst und ziehst, du merkst nicht, was passiert. Ich kotze dir in die Schuhe und dann musst du ganz klar mal vor mir verdrehen. Auf dein Feuer nicht noch mit. Was ist dieser Mann eigentlich nicht? Ausziehen, auch immer wieder gern genommen. Ja. Nun, wo ihr alle am Kochen seid, besonders da oben. Die Bremer kochen halt anders als andere Leute, das ist schon in Ordnung. Ja. Ich war ja schon ein paar Mal hier. Boah, ich dreh durch. Boah, ist das geil, ich bin versteinert. Okay, ein Stück für die Leute da oben zum Auftauen, eine Ballade, die ans Herz geht. Das Lied vom schönen Mädchen. Und da es immer noch recht frisch ist, hier könnt ihr vielleicht die Feuerzeuge anmachen. Ihr müsst euch nicht unbedingt anzünden. Gibt ja Frisuren hier, die brennen ziemlich gut für jetzt nicht. Manchmal kommt sie hier vorbei. Aber stehen bleibt sie nie. Manchmal nehme ich mir frei. Und dann warte ich hier auf sie, auf sie. Thank you.
bringst du Sonnenschein auf ihre Haare fällt. Dann gäb ich alles in der Welt, um ein Sonnenstrahl zu sein. Ich werde weiter auf sie warten. Vielleicht brüll ich sie ja mal an. Ich würde ihr gern so viel erzählen. Und sie wird zuhören irgendwann. Irgendwann das schöne Mädchen. Na, entschuldige mal, wir kommen hier nach Bremen und überall sonst stehen sie andächtig da und hier ist Wuhu! Geil, schönes Mädchen! Wuhu! Hey! Wir haben das Programm total falsch konzipiert. Jetzt kommen lauter so Abgehnummern und ihr wollt eigentlich Balladen hören. Ist ja auch kein Wunder, ist ja auch Samstagabend. Aber der Publikum ist König. I am safe. I am safe. Home again. The sea. Yeah.
wir Punks katholisch spielen. Kommandos kommen wir noch am besten an, okay. Tanzen! Spielen, Rachel! Gefällt euch diese jamaikanische Ska-Musik? Ich glaube, das waren jetzt mehr Ja als Enthaltung. Also mehr davon. Du bist nicht zu dicht, nein, die anderen sind zu dünn. Du bist nicht zu dicht, sondern die anderen sind zu dünn. Sie sind dumm, du bist nicht zu dicht. Aber du bist nicht zu dicht, du bist wunderschön. Du bist nicht zu klein, nein, die anderen sind zu groß. Du bist nicht zu klein, sondern die anderen sind zu groß. Sie sind verlorene Wiesen, so einsam wie die Zahn. Aber du bist nicht zu klein, du bist wunderbar. Oh,
bist nicht so langsam. Nein, die anderen sind zu schnell. Du bist nicht zu langsam, sondern die anderen sind zu schnell. Als menschliche Atome hetzen sie sinnlos umher. Aber du bist nicht zu langsam. Vielen Dank! Und jetzt seid ihr dran. Wollt ihr ein neues Lied hören? Ja! Ein ganz neues Lied! Ja! Auch ihr da oben? Wie viel Enthaltung? Okay, wir spielen jetzt ein neues Lied. Ein Mitmachlied, ein interaktives Lied, wie es heutzutage heißen würde. Ein Lied, bei dem wir im Text erzählen, also wir heißt in diesem Fall ich, der Plural Majestatis, bei dem ich erzähle, was ihr gefälligst zu tun habt, andernfalls es etwas setzt. Der Vollstrecker in diesem Fall steht hier. Viel Spaß und Erik, hör gut zu. So einfach ist es nicht, wie ihr wahrscheinlich denkt. Das Leben ist kein Freizeitpark und man kriegt nichts geschenkt. Eure Gesundheit ist, was mir am Herzen liegt. Und außerdem sehe ich gern, wenn ihr schwitzt und euch verbiegt. Ich zähle bis 10 und dann will ich euch springen sehen. 2 Männer gehen die Straße lang, der eine groß, der andere klein. Jetzt fragt ihr euch sicher, wer wird der Große sein? Sie reden über dies und das, sie haben eine Menge Spaß. Doch dann fängt es zu schneien an und beide werden weiß. Ich sag euch 1, ich sag 2. Manchmal gehe ich weiter und sag 9. Es ist jetzt weiter so und darum könnt ihr euch freuen. Ich zähle bis 10 und dann will ich euch springen sehen. 1, 2, 3, 4, durchatmen. 5, 6, 7. Thank you.
Ihr lernt schnell. Ein Stück von Weezer. Und warum? Weil wir nicht genug eigene haben. Wirklich nur absichtlich hier. Im Prinzip
Prinzip will ich gar nicht von dir. Eigentlich bist du mir egal. Eigentlich bist du nicht mein Typ. Und auf jeden Fall bin ich gar nicht in dich verliebt. Du bist nur noch für mich ganz unwichtig, total. Daran zerbricht. In Wirklichkeit lieb ich dich nicht. Du hast so schöne Augen und ein noch schöneres Gesicht. In Wirklichkeit lieb ich dich nicht. Eigentlich bist du mir egal. Eigentlich bist du nicht mein Typ. Und auf jeden Fall bin ich fast gar nicht in dich verliebt, 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 fast gar nicht in dich verliebt. Ihr seid ja heiß drauf. Schon besser. Was erlaubt ist und was nicht, längst mein Leben jeden Tag und bist furchtbar fürsorglich. Ach, was wäre ich ohne dich? Danke, dass du mich mit dir. Danke, dass du mich mit dir. Und dass du mich mit dir berührst. Schön, dass du so ehrlich bist. Du willst immer nur mein Bestes und du gibst nie zu verstehen, wenn mir irgendwas nicht passt, steht mir frei, hier wegzugehen. Danke, dass du mich regierst. Moment, hab ich das verdient. Ich rutsche vor dir auf die Knie. Lieber Stadt, das war ich. Du bist absolut gerecht. Wer was anderes sagt, macht dich nur schlecht. Lieber Stadt, halt mich. Ich kann nichts ohne dich. Ich schrub dir dieses Lied, du weißt nicht so heiß. Ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Lieber Stadt, ich weiß vor dir. Alle Menschen gleich, lieber Staat, ganz egal ob arm oder reich. Manche sagen zwar, du wärst auf dem rechten Auge blind, wobei die, die das behaupten, alle Terroristen sind. Das lernt man bei uns schon als Kind. Danke, dass du mich regierst. Danke, dass du mich regierst.
Widerstandskämpfer. Und vom Sinn nun zum Unsinn. Ein Lied, ganz wichtig, das vergesse ich immer. Bei allen anderen Konzerten habe ich das bisher vergessen, vorher anzusagen, weil ich bin dermaßen im Fieber, Gott der Gerechte. Aber diesmal, heute habe ich dran gedacht. Bitte sprecht mir nach. H! E! Y! Was heißt das? Sehr gut. Und es gibt einen Hey-Teil in diesem Lied. Da müsst ihr viermal hintereinander Hey singen. Dann kommt eine kleine Pause, dann wieder viermal und so. Ihr kriegt das schon mit, weil die Damen machen das vor. Wir können das jetzt mal kurz üben. Hey, 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 hey. 1, 2, 3, 4. Hey, 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 hey. Und diesen Tempo ungefähr nochmal. 1, 2, 3, 4. Hey, 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 hey. Sehr gut. Merkt euch das bitte für später. Und jetzt kommt der Pudelsong. Das ist kein Lied vom Album. Dies ist nur ein kleines Liedteil. Ein Bonus-Teil. Dies ist kein Lied vom Album. Und darum reimt sich diese Nacht hier dran. Ein Geld mehr vorhanden. Das ist eine frische Stadt. Und das ist nichts harter. Wir wollen alle ein bisschen weiter. Es kann nicht so laut singen. Wie viel habt ihr erfahren? In 3 Minuten ist es völlig scheiße. Wenn wieder Menschen werden, dann werde ich hier der Fette so vom Nachbarn. Mit schöner Wette bereiten. Und immer sein. Und dann. Abel macht's vor, alle machen mit, klatschen! Danke, Abel. Sie hat gesagt, dass sie mich mag. Sie hat gesagt,
Best. Sorry, wir nehmen nur BHs. Sind wir auch. So, wer von euch ist wild? Wer von euch ist echt verwegen? Wer von euch ist entweder gepierst, tätowiert, gepierst, tätowiert oder kennt jemanden, der gepierst und oder tätowiert ist? Wer von euch wäre im früheren Leben eigentlich Pirat gewesen? Wer von euch ist cool? Okay, also ihr habt alle eine Therapy-Platte zu Hause. Herzlichen Glückwunsch. Und für euch spielen wir jetzt ein Stück von Therapy. Nichts ist mehr heilig.
Mein Name ist Urlaub. Mein Name ist Fahri. Mein Name ist Urlaub. Mein Name ist Fahri. Und das Ende dieser Darbietung ist nah. Noch ein Augenblick Gehupe, noch ein bisschen Schalala. Ich sag schon mal tschüss. Dumme Frage. Wollt ihr mehr? Ja, wir haben hinten überlegt. Scheiße, was wollen die? Warum gehen die nicht? Aber klar, ihr kriegt mehr.
du niemals zurück. Er hat unendlich viel Geduld. Und wenn du verschwindest, ist es nicht deine Schuld. Denn seinen Namen. Er ist ein älterer Herr mit fliehendem Kind. Schaust du kaum zweimal hin. Er kleidet sich meist ganz in Grau. Er weiß, wer du bist und er kennt dich ganz genau. Denn seinen Namen nicht. Er ist ein älterer Herr, ein echter Kavalier. Wenn du nur an ihn denkst, steht er schon hinter dir. Auch du wirst ihm niemals entgehen. Und wenn deine Stunde dann schlägt, wirst du ihn sehen. Nenn seinen Namen nicht. Nach meinen Berechnungen müsstet ihr jetzt wieder ausgeruht sein. Ausgeruht genug für Pogo! Oder von mir aus auch für modernere Tanzformen, so Techno. Egal, weil jetzt spielt Rachel ein Schlagzeug-Solo zu eurem Amüsement. Zu singen, echt wahr? Das Problem. Ja!
Ansage. Annette! Mein Schatzer Mann an Gesang. Simone! Und jetzt die Bläsersektion am Saxophon. Rechts außen von euch aus gesehen, Fischi! Daneben der Boss, bitte Quittinger! An der Trompete und an der Satansbändigungsmaschine, Hardy! Und mein heimlicher Liebhaber an der Wenn sie dich immer sehen, du wärst ein Unscheinbar. Also ich nehm ja nur an, es tut mir leid, ich kann dich nicht verstehen. Wo ist das Problem? 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 Dankeschön! Wir sagen bye-bye. Das kommt noch, die Konditionierung. Habt ihr Lust auf noch ein neues? Es ist ziemlich schnell. Hat den Vorteil, es ist auch schnell vorbei. Es heißt alle Fragen dieser Welt. Und ich fange an. Das ist schon mal ein Zeichen für ein gutes Lied, oder? Wo komm ich her? Wo geh ich hin? Wo kommt mein Leben überhaupt einen Sinn? Ist morgen vielleicht schon das Ende der Welt? Das sind so die Fragen, die man sich stellt. Ich hab zwei Fragen, keine Antwort parat. Sag immer auf darin, man kriege nicht wahr. Das sind so die Fragen, die man schon kennt. Manchmal kennt man den Weg, doch dann weiß man nicht, wo man steht. Es ist so schade, wenn man auch
aufwacht, weil deine Träume nicht bereit. Vielleicht fängt ihr heute Nacht die Antwort ein auf alle Fragen dieser Welt. Und in nur 2 Jahren wird es rauskommen. Das zweite Album. Jetzt aber ernsthaft. Es war ein wunderschöner Samstagabend. Ich rede bewusst in der Vergangenheitsform. Was man am liebsten tut, so selten einfach macht. Ich wollte immer weg von hier, obwohl ich dich so mag. Ich träume von der weiten Welt, so ziemlich jeden Tag. Ich hatte immer Angst davor, mir selber zu gestehen, dass es nur eine Lösung. Ich muss jetzt endlich gehen. Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß auch nicht, wohin. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich morgen noch hier bin. Ich weiß nicht, wie viel Zeit es braucht, wie alles aufgeschrieben. Ich werde an dich denken. Es ist mein Abschiedslied. Schon so oft gefragt, wohin mein Weg wohl führt. Jede Stunde, jeder Tag hat meine Ungeduld geschürt. Falls wir uns nicht wieder sehen, wünsche ich dir viel Glück. Vielleicht komm ich ja irgendwann sogar hierher zurück. Ich weiß nicht, wohin. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich morgen noch hier bin. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir braucht, egal was auf mich schiebt. Ich werde auch nicht denken, dies ist mein Abschied. Ziemlich weit sein, denn die Welt ziemlich hoch. Ich weiß, dass ich dich liebe, egal was auch geschieht. Ich werde dich nie vergessen, dies ist mein Abschiedslied. Dies ist mein Abschiedslied. Dies ist mein Abschiedslied. Dies ist mein Abschiedslied. Zu Ende, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dies ist nicht Hollywood, dies ist auch nicht Vietnam. Dies
Dies ist nur die Fortsetzung von unserem Sportprogramm. Wie gut, dass es die Schwerkraft gibt, sonst könnte es schwierig sein. So müsst ihr nur noch hochspringen, runter fallt ihr von allein. Ich zähl bis 10. Und dann will ich euch springen sehen. 7, 8, 9, 10!